Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Jürgen Feder. Herzlich willkommen. Herr Feder, hallo. Nehmen Sie Platz. Was haben Sie? Setzen Sie sich ruhig hier hin. Was haben Sie da dabei? Das sieht aus nach Brombeere, nach was? Nach Stachel, Stachel. Wie heißt das denn? Hundertprozentig richtig. Das ist eine Brombeere. Die Gut erkannt, ne? Super. Ja. Ich bin ja auch das dritte Mal jetzt schon eingeladen worden. Ja, Brombeere. So. Das ist richtig. Ja. Es gibt ungefähr 360 verschiedene Brombeerarten. Ja. Und eine haben Sie richtig erkannt, das ist die armenische. Das wollte ich noch gesagt haben, aber da hatten Sie mich ja schon unterbrochen. Die armenische Brombeere, Thema Herbst war ja. Thema Herbst. Thema Herbst. Habe ich jetzt vorweggegriffen? Was oder? Ist das, ein Verhör oder was? Nee, war doch jetzt Thema Herbst. Thema Herbst, ja, Thema Herbst, genau. Thema ich habe die mitgebracht, weil es nicht alle Blätter fallen runter im Winter und im Herbst. Ja. Die lässt ihre Blätter noch bis zum Frühjahr. Das ist eine wintergrüne Art. Wir sprechen von immergrün. Ja. Die haben das ganze Jahr über ihre Blätter, zum Beispiel Fichten oder die Nadeln. Und das ist eine wintergrüne Art. Die armenische Brombeere ist mit Gastarbeitern vor 50, 60 Jahren, vor allem in Deutschland, dann ausgebreitet worden. Die haben die mitgebracht aus dem Kaukasus. Okay. Das ist eine westasiatische, osteuropäische Art. Und ja. Die macht sie unheimlich breit hier. In ganz Deutschland. Köln ist voll. Köln trieft von dieser Art an Autobahnen, an Straßen. Ja. Und ich habe gedacht, für diese Sendung kann man mal eine mitbringen. Das ist richtig. Das haben die auch wunderschön gemacht. Sticht Sie das nicht in der Hand? Total. Ja. Nehmen Sie hin, das muss doch furchtbar wehtun, wie Sie da in die Stacheln reingreifen. Ich bin bei TV Total, werde hier eingeladen, da muss man was tun. Ja. Das macht mir nichts aus. Ach, macht Ihnen nichts aus. Also Sie können aber noch mal gut hinlegen, wir haben es alle gesehen. Ja, alles klar. Ja. Ich wollte aber noch was erzählen dazu. Und ja, zwar, natürlich. Hier war die Wurzel, ja? Ja. Habe ich abgeschnitten, 10 cm über dem Boden. Das ist die neue Wurzel da unten. Das hat noch gar keiner gesehen, ich stehe noch mal auf. Auf der anderen Seite? Die wurzelt sich neu ein. Wahnsinn, die wächst oben raus. Die macht Schösslinge. Auf der anderen Seite und macht da wieder eine Wurzel. Das ist ein Schössling. Woher weiß ich das denn? Das hat die in der Spitze vom. Von die der riecht Spitze. Dann irgendwann, jetzt bin ich wieder am die Boden. Die hat Bodenkontakt und dann wurzelt die ein. Und nächstes Jahr kommt wieder so ein Ding wie dieses. Das ist einjähriger Trieb. Auf ich der anderen Seite raus. Das begeistert mich, sowas. Dass diese Pflanze hier einwurzelt, dann kommt das nächste Ding, macht die so. Ja. Und dann kommt das wieder so. Ja. Und dann kommt das wieder so. Ja. Und dann kommt es wieder so. Und dann macht die innerhalb von 10 Jahren macht die 100 Quadratmeter. Ja, Wahnsinn. Die geht wirklich ab wie Schmidts Katze, man müsste sagen, wie Schmidts Brombeere. Ja. Also, das hätte ich zum Beispiel nicht gewusst. Das hätte ich nicht gewusst, dass sie auf der anderen Deswegen Seite. Deswegen habe ich es erzählt. Gibt es gibt's mehrere Pflanzen, die das machen? Das machen vor allem die Brombeeren und das machen alle Brombeeren, aber in dieser Radikalität wie diese hier macht es keine andere. Das machen sonst kaum Pflanzen. Okay, ja. Weiden machen das, wenn Weiden zum Beispiel durch Hochwasser umgedrückt werden und auch wieder neu auf den Boden kommen, dann wurzeln die an den Spitzen auch wieder an. Aber die macht das so schnell und so geschwind. Wie so ein Haar am Bart, was wieder einwächst auf der anderen Seite. Total, also. Und dann unglaublich wehtut, bis dann so ein Eiterballen entsteht. Das ist Ihr neues Werk, Feders fabelhafte Pflanzenwelt. Das dreht sich um ganz normale Pflanzen des Alltags. Nichts Besonderes, aber das, was man so im normalen Alltag nicht entdeckt. Ne? Es sind besondere Arten, aber es sind auch viele triviale Arten. Also zum Beispiel Efeu ist drin, die Esche ist drin. Also viele Arten, die man auch am Straßen- und Wegesrand finden kann, aber natürlich auch ausgefallene Sachen. Ich begeister mich natürlich auch für viele, viele super seltene Arten. Die können tot aussehen, aber wenn die nur dreimal in Deutschland vorkommen, flippe ich aus. Und dann gibt es natürlich auch häufige Arten, aber es ist ein Buch, es ist kein Bestimmungsbuch, sondern es ist ein Lesebuch. Okay. Was haben Sie da noch mitgebracht? Pflanzen. Ja. Habe ich vermutet. Also es ging ja heute um Herbst oder geht heute um Herbst. Ach, guck mal, das und eine meiner Lieblingsfrüchte, Herbst ist Fruchtzeit. Herbst ist auch die Jahreszeit der bunten Blätter, aber ich habe hier mal eine Frucht mitgebracht, das ist das europäische Pfaffenhütchen. Ist giftig, man sieht es eigentlich auch schon an und das ist eigentlich eine Art, wo ich sage, hat mit die schönsten Früchte. Okay. Pfaffenhütchen deswegen, weil diese, da guckt schon praktisch so ein Klöppel raus und oben, das ist praktisch wie so eine Kappe vom Pastor. Ah, verstehe. Ja, also sieht man könnte auch Karnevals-Narrenkappenhütchen könnte man das auch nennen. Ja, okay. Was heißt giftig? Wie giftig ist das? Die ganze Pflanze ist giftig, also man kippt jetzt nicht sofort aus dem Latschen, wie beim Schierling. Haben Sie es selber probiert? Habe ich gelesen.
Haben Sie aber Sie können es gerne probieren und das bestätigen, aber das ist schon eine sehr dekorative Art und ja. ist heimisch, ist kein Das letzte Mal, als Sie hier waren, haben Sie ja so eine Blume gegessen. Was war das noch? Ist Sie nachher das war so ein Stotterblume, hundertprozentig. Also hat mich gestärkt, auch für die heutige Sendung nochmal. Ja, okay, immer nochmal noch, durchgestartet. Ja. Ist was runtergefallen, nicht, dass hier am Boden... Wenn ich das angefasst habe, ist aber noch nicht schlimm. Nein, ist nicht schlimm. Also das muss man richtig schlucken und kauen und da kann man auch ein bisschen mehr essen als vom Schierling. Ja. Und ist eine der Pflanzen, wo man sagen kann, wenn man was zeigt, ist ja hier heute auch Showtime hier. Ja. Und ich habe auch den roten Pullover wieder angezogen, das passt den auch wieder. Und also, europäisches Pfaffenhütchen. Ja. Hier darf ich nichts drauflegen, nicht? Doch, dürfen Sie schon. Ja? Ja, klar. Weil das ein heiliges Teil ist. Ist nicht heilig, nein. Aber fast. Nein, es ist, ja. Noch mehr? Ja, noch mehr, na klar. Haben wir die Zeit? Ja, haben Sie jetzt alles? Oh, das ist ein... So, ein Blatt, ein das Ding. Ist jetzt keine heimische Art, das ist die Feige, damit Sie mal sehen, wie ein Feigenblatt aussieht. Also das ist dieses Teil hier. Ja, ja. Man wundert sich, dass das Feigenblatt ist, denn es ist eigentlich fast alles noch zu sehen, ne? Ja. Aber ja. ist das Feigenblatt? Ja, das ist Man doch, denkt, das es ist riesengroß, 5 Quadratmeter und deckt alles ab, also so sieht's aus. Ja? Aber früher waren die Menschen ja auch noch kleiner. Ja, okay. Dann habe ich etwas zu mit. Adams-Zeiten. Dann habe ich etwas mit. Wenn die Leute. Oh, Knallerbse oder was? Nee. Die sieht aber aus wie eine Knallerbse. Nein. Sieht aber so aus. Also das natürlich nicht, aber die Erbse da. Das ist die Mistel. Das ist die Mistel. Das ist das, was man hier rein hat, überall hat in den Bäumen, jetzt in den Pappeln und alle denken, ach, das sind Vogelnester. Ja. Ja, in Bremen hat mein Professor einen Mistelaufruf gemacht. Ah. Da hat nicht einer eine Mistel gemeldet, aber Hunderte haben die Vogelnester gemeldet. Der alte Herr hin und her wollte die bestimmen und wollte die festhalten. Kam immer umsonst und zu spät. Es gibt keine Misteln in Bremen. Ja. Und diese Mistel hier habe ich heute gepflückt, hier unweit von Krefeld. Ja. Also das ganze Rheinland ist voll. Und sobald man ins Ruhrgebiet geht oder nach Münster, fehlt die. Die hört schlagartig auf mit ihrer Verbreitung. Warum? Und man sagt, jetzt halten Sie sich fest, das sind Wissenschaftler, das sind Botaniker, die haben das untersucht, mit der 17-Grad-Grenze Verlauf der Juli-Temperatur, wenn die drüber ist, gibt es die Mistel, ist sie da drunter, ist es kälter im Sommer, im Juli, dann hört die auf. Wie vom Strich gezogen durch Deutschland. Sieht man genau an der Grenze, nördliches kälter, südliches wärmer. Hier. Phänomenal. Absolut. Und die, ja, wirklich. Und die Samen kleben und wenn die bleiben bei den Drosseln an den Schnäbeln sitzen und dann fliegen die weiter und wollen die loswerden und dann kratzen am neuen Baum die Rinde an und so wird die Art verbreitet, durch Vögel okay, auch. Okay. Also nicht nur die Brombeere wird durch Vögel verbreitet. Die wächst sozusagen am Baum richtig. Gepflanzt von einer Drossel. Genau. Und das ist eine Schmarotzer, die hat keine eigenen Wurzeln, die geht also mit sogenannten Haustorien in den Stamm rein und saugt die aus. Alles klar. Und wenn der Baum stirbt, stirbt die Art auch. Also keine Mistel überlebt ihren Wirt. Okay. Standardregel. Ja. Noch mehr? Ja, klar. Haben wir die Zeit? Natürlich. Gut. Doch, eins haben wir noch raus schnell, ne? Oder? Eins noch. Ja. Was das ist wunderschön, das ist das Schönste. Es blüht auch noch was. Alle denken, es hat jetzt schon aufgehört zu blühen, das ist die Brunnenkresse. Die gewöhnliche. Ja. Ich habe die noch nie im Brunnen gesehen, also wer die bestimmt hat als Brunnenkresse oder den Namen genannt hat, muss einen an der Waffel haben. Jedenfalls Brunnen AD oder weit weg, die wächst an Flussufern. Okay. Und die kann man essen. Das ist eine Vitaminpflanze für den Winter. Können Sie das beweisen? Ja. Alles? Mit richtig Klasse. Okay. Brunnenkresse. Leicht. Toll. Also wir haben jetzt leider nicht mehr viel Zeit hier. Alles weitere Wichtige können Sie natürlich in dem Buch nachlesen. Ja. Für das fabelhafte Pflanzenwelt. Haben Sie noch Hunger oder ist das nicht? Nee, das ist noch mal was zum Riechen. Das ist das Mädesüß. Noch mal zum Riechen. Ja. So, jetzt weitermachen. So, wunderschön. Ja, vielen Dank, Jürgen Feder, meine Damen und Herren.